soll das genau am Ende dann aussehen? Guck mal, ich gucke immer nach der Farbe, wo das von der Farbe hingehört. Nicht hier oben. Genau. Ja, kriegst du das hin? Oi, sehr gut. Soll ich dir helfen? Oh, vorsichtig, hält das? Das hält, das sieht gut aus. Haben wir noch mehr Schirr? Sehr gut, Achtung, dann machen wir da jetzt das Füller, ja? Guck mal, kann er ja schon aufstehen. Ja, genau, da packen wir nochmal mit drauf. Ja, alles gut. Ja, genau. Was ist das? Bibi? 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 Und das? Sag mal, Pi. Pipi. Pipi. Sag mal Pipi. Ei. Genau, immer Ei machen, ne? Also Ei. Hallo, mein Name ist Julika. Ich bin Erzieherin in der Kinder- und Jugendpädagogik in Norderheide. Wir bekommen jede Woche neue Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren, die in insgesamt 6 Gruppen untergebracht sind. Wir haben altershomogene Gruppen, das heißt, die Gruppen sind nach Alter eingeteilt. Krippenbereich, Elementarbereich und Vorschule. Unsere Öffnungszeiten sind 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, wobei unsere Öffnungszeiten keine Musszeiten sind, sondern Mütter und Väter können ihre Kinder holen und bringen, wie ihnen das passt. Und so, dass die Eltern entspannt ihre Anwendung wahrnehmen können. Dann bieten wir vormittags und nachmittags noch eine Obst- und Gemüsemahlzeit an. Die Eltern brauchen also kein Frühstück oder nachmittags eine Zwischenmahlzeit mitbringen, können ganz entspannt beim Frühstück aufstehen und die Kinder in die Kinderbetreuung bringen. Dann gehen wir so oft wie möglich raus auf den Spielplatz. Deswegen brauchen die Kinder immer wettergerechte Kleidung. Hallo, mein Name ist Ramona. Ich bin Erzieherin in der Vorschule. Bei uns ist noch ganz großer Wert, legen wir drauf, dass wir Förderphasen mit den Kindern machen. Das heißt, wir erstellen eine Lernmappe mit den Kindern, wo verschiedene Schwungübungen, Konzentrationsübungen drin sind, eventuell der ein oder andere Buchstabe. Wir achten ganz stark auf die Stifthaltung, die Ausdauer und die Konzentration und fördern die Kinder ein bisschen, wenn sie noch leichte Schwierigkeiten haben, mit dem einen oder anderen Stift umzugehen. Des Weiteren machen wir es noch so, dass die Eltern eine Möglichkeit haben, am Ende ihrer Reha ein kurzes Abschlussgespräch mit uns zu führen, wie wir die Kinder so bei uns in den Gruppen sehen. Unser Vorteil ist einfach, dass wir die Kinder vorher nicht kennen und sie an dem Stand abholen, wo sie zurzeit gerade sind.